Hallo zusammen, schauen wir uns noch einmal ein Anwendungsbeispiel an. Rechnen mit Termen, binomische Formeln. Ab und zu ist es nicht so leicht zu erkennen, welche binomische Formel ich brauche. Hier weiß ich's. Bei 5a minus 3b ist es auf jeden Fall die zweite binomische Formel, die zur Anwendung kommt. Wenn ich einen Ausdruck habe, wo steht minus 2a plus b, muss ich nachdenken, muss ich überlegen. Es ist aber auch die zweite binomische Formel. Kommt ein Minus in der Klammer vor, kommt die zweite binomische Formel zur Anwendung. Probieren wir es zum Ausrechnen und wir werden sehen, dass das Minus gleich zu Beginn einmal fällt. Wir müssen den ersten Ausdruck quadrieren. Wir haben minus 2a zum Quadrat, also minus 2 mal minus 2. Minus mal minus ergibt plus. 2 mal 2 ist 4. Also haben wir 4a Quadrat. 2 mal der erste Ausdruck mal der zweite Ausdruck und kommt ein Minus vor, steht Minus vor diesem 2ab-Ausdruck. 2 mal 2 ist 4ab ist ab. Plus b Quadrat, hinten der Ausdruck quadriert. Plus b Quadrat. Plus, diesmal haben wir kein Problem, wir können ein Plus schreiben und wir können die Klammer dann gleich weglassen. Wir haben nur ein Problem, wenn ein Minus vor der Klammer steht. Also hier kein Problem. Der erste Ausdruck zum Quadrat 5a zum Quadrat sind 25a Quadrat. 25a Quadrat. Minus, weil ein Minus steht, 2 mal der erste Ausdruck mal der zweite Ausdruck. Also 2 mal 5 ist 10, mal 3 ist 30, minus 30, AB. AB. Hinten immer ein Plus, egal was für ein Zeichen in der Klammer steht. 3b zum Quadrat sind 9b Quadrat plus 9b Quadrat. Und fertig sind wir im Endeffekt schon wieder. Wir müssen nur mal schauen, wie wir zusammenfassen können. 4a Quadrat plus 25a Quadrat ergibt 29. A Quadrat. Minus 4ab minus 30ab ergibt minus 34ab minus 34ab. Fertig. Und dann habe ich noch den Ausdruck b Quadrat plus 9 b Quadrat. Also 1b Quadrat plus 9b Quadrat sind plus 10b Quadrat. Und fertig bin ich schon wieder. Relativ einfache Rechnung. Nur hier aufpassen, es ist die zweite binomische Formel, weil ein Minus in der Klammer steht. Alles klar?